Muss man den so machen? Ich komm mir echt so bescheuert vor hier. Oh Mann, schieß doch mal. Also lad dich mal auf. Falsche Richtung, man. Okay, der verpisst sich schon wieder. Oh. Okay. Einen Energietank haben wir, ne? Wenn überhaupt. Es tut mir leid, dass ich gerade so extrem lange leise war. Aber ich musste mich echt konzentrieren, damit ich das nicht voll gegen die Wand fahre. Keine Energietanks und sowas. Was haben wir denn hier? Einen haben wir noch und ein Leben. Mal gucken, was hier auf uns zukommt. Fallerei. Okay. Okay, Dr. Wa- oh, ein Leben. Ich werde jetzt... Obwohl wir haben... Nee, ich werde jetzt nicht den Energietank benutzen. Ich muss erstmal gucken, wie der drauf ist. Oder ist das das Alien? Nee, das Alien gab es hier, glaube ich, noch nicht, oder? Oder das war ein anderer Teil. Ich glaube, ich lasse das eigentlich aufgeladen, Megabuster. Zeit anhalten habe ich nicht mehr, ne? Brightman, ist alle. Vielleicht bringt der da was. Gucken, dass ich jetzt hier von dem so ein Ding krieg, mit dem ich das aufladen kann. Große Energie, schön. Ich will doch nur so ein Ding haben, Mann. Dass ich wenigstens einmal kurz ausprobieren kann, ob das funktioniert. Wäre natürlich jetzt noch schön, wenn ich noch eins kriegen würde davon. Aber ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Leben. Toll. Ach, scheiße. Na, egal. Das muss es jetzt reichen hier. Deutsch. Und so.
Nee. Ich verstehe das nicht. Muss ich den... Das kann doch nicht sein, dass ich mir den ausdenken kann, wo der ist und ich dann einfach dahin schieße. Das kann doch nicht sein. Da könnte ich mir vielleicht noch was vorstellen, dass das vielleicht was bringt. Nein. Aber who knows this? Ob das was bringt. Große Energie, ey. Ah, okay. Anscheinend bringt der aufgeladene Schuss gar nichts. Vielleicht muss ich ja auch normalen Schuss machen. Wenn ich den einfach mal treffen würde, würde mir das schon reichen, um das festzustellen, ob das damit geht oder nicht. Oder ob ich hier irgendwie so ein Special Motherfucker Weapon brauche. Noch ein Leben. Toll. So. Mal gucken. Ich raff diesen Gegner nicht, Mann. Nee. Nein. Mann, ich habe jetzt keinen Bock. Das ist so dumm, wenn man dem Gegner so überhaupt keinen Schaden mit irgendwas zuführen kann. Zuführen. In den Mund einnehmen. Dann würde ich lieber wenig Schaden machen als gar keinen. Dann nehmen wir nochmal den Ringman. Das könnte ich mir noch vorstellen, weil wir wollen ihn ja zu Staub machen. Aber ich weiß gar nicht, ob das... Aber das bringt's auch nicht. Das ist auch kacki.
Wenigstens ist der Weg dahin nicht so beschissen. Entschuldigung. Ich kann ja jetzt mal durchprobieren, was die Sache ist. Ich wünsche mir, ich hätte noch ein paar mehr Energietranks. Aber... haben wir nicht. So. Moment. Dive Wetterfall, das ist doch Homing. Können wir das mal erst probieren? Voll rein. Was ist eigentlich, wenn ich auf der Stelle stehen bleibe und mich nicht bewege? Ich weiß nicht, ob diese weißen Kugeln, ob die hinter mir her sind oder ob die einfach irgendwo erscheinen, weil dann könnte ich einfach stehen bleiben. Dustman wollte ich ausprobieren. Nö. Kann ja hier stehen bleiben. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Oh Mann. Kann man den nur mit Ring kaputt machen? Hört vielleicht die Enttäuschung in meiner Stimme und die Genervtheit. Ich versuche nochmal den Pharao. Oh. Oh. Nee, ich warte noch. Jetzt nehmen wir den Energietank. Ich hoffe mal, dass das alles von dem ist, dass da nichts mehr kommt. Scheiße. Thank you.
Das ist jetzt keine Verarsche, oder? Oder kommt noch mal ein Gegner? Es kann natürlich sein, dass er jetzt wieder abhaut. Ja, ja, fick dich. Danger. War ja klar. War ja klar. Oder haben wir ihn, oder ist das jetzt so, dass er einfach abhaut, wir aber seine Fabrik da kaputt gemacht haben? Die ganze Schuhfabrik. Ich weiß es nicht. Ich wäre natürlich erfreut, wenn es jetzt fertig wäre. Oh, schön. Ja. 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 Wir haben es geschafft, Mega Man 4. Ich konnte mich nämlich jetzt gar nicht mehr an die Enden der anderen Teile erinnern. Aber ich wusste auf jeden Fall, dass er immer, immer davon gekommen ist. Aber ich dachte, man hätte hätte noch mit dem gequatscht und so. Und dann ist er entkommen, aber jetzt ist er einfach so abgehauen. Ich bin aber sehr erleichtert, dass wir das jetzt hier fertig haben. Ich habe jetzt 2,5 Stunden aufgenommen für ja eigentlich fast das erste Schloss und das komplette zweite Schloss. Also das erste Schloss, da war ja nur das erste Level, was gefehlt hat. Aber ansonsten, ich finde das halt ein bisschen schade, dass es zum Ende hin keine Passwörter mehr gibt. Aber was willst du machen, ne? Dafür habe ich jetzt hier 2,5 Stunden gesessen und ich habe jetzt Mega Man 4 durch. Yay! Ja, was soll ich zu dem Spiel sagen? Hat mir sehr gut gefallen. War auch knackig. Ich denke mal, ohne die neuen Energietanks hätte ich das nicht geschafft. Aber so wirklich gecheatet will ich jetzt nicht sagen, dass das so ist. Weil das Spiel hat das ja quasi so vorgesehen, dass wenn man Game Over geht, dass einem dann die Energietanks bleiben. Ich habe ja nichts irgendwie eingegeben oder so. Ich habe das einfach nur ein bisschen abused. Ja. Aber ansonsten, Musik super. Vor allem dieses... Ach, guck mal. Da ist Kachinka, Koku, irgendwie sowas und unser Rush. Steph! Ja. Brightman Yoshitaka Enomoto. Das könnt ihr euch alles selbst durchlesen. Ja. Was als nächstes kommt, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ich hatte da am Anfang des Let's Plays irgendwas zugesagt. Ich muss da gleich mal reingucken. Aber bevor ihr jetzt das seht, was ich vielleicht am Anfang des Let's Plays gesagt habe, werden jetzt erstmal wieder ein paar Stream-Videos hochgeladen. Da muss ich zwar erstmal ein bisschen rumrendern, aber das ist ja keine Arbeit. Da kann ich nämlich in der Zeit, wo ich die Stream-Videos hochlade, kann ich richtig schön Puffer aufbauen, wenn ich nicht zu faul bin. Und ich weiß jetzt nicht, was ich als nächstes spiele. Wie gesagt, das habe ich vielleicht am Anfang des Let's Plays gesagt. Ja. Also von mir aus, also das Spiel ist super. Auf jeden Fall auch würdig eins der Mega Man, ein Spiel der Mega Man Reihe zu sein. Ich weiß nicht, wie es mit Mega Man 5 aussieht, weil das wäre auch ein Blind Let's Play. Aber das kommt erstmal später. Ja, ich bin auch sehr froh, dass ich mir hier den Blinking Light Win geholt habe, denn wenn mir zum Ende hin das Spiel abgeschmiert wäre, hätte ich es, glaube ich, pausiert. Stellt euch einfach mal vor, mir wäre bei dem, wie heißt es, Dr. Wily, wenn da mir irgendwie das abgeschmiert wäre, da wäre die Enttäuschung sehr groß gewesen. Aber gut, ist ja nicht. Genau.
Möb. Presented by Capcom. Das wäre also mein Let's Play zu Mega Man 4 gewesen. Ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen. Und ja, hoffentlich sehen wir uns dann bei meinem nächsten Let's Play, was auch immer es sein wird, wieder. Tschüss!